Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin, also lass uns zocken. Schön, dass du da bist. Okay, dann gucken wir, was wir hier noch finden, um den Notizblock zu bekommen. Oder zu finden, besser gesagt. Puh, viel ist es hier nicht, was wir machen können. Führt er Selbstgespräche? Er ist doch am Üben, schon vergessen. Also hier ist gar nichts. Das Autogrammbuch gehört Edgar. Ja, schön. Das ist mein Edgar. Dein Edgar? Exklusivinterview mit einem... Oh ja, okay. Exklusivinterview mit dem neuen Vulcan Flash. Erste Eindrücke. Ich bin noch nicht richtig in der Figur drin, aber ab morgen wirst du schon sehen. Die werden beim Casting Augen machen. Okay, was denn meine... Falls Dan Murray oder Fitz Randall von der Party kommen, geh in den Flur und schrei... Dan Murray ist hier? Den habe ich gar nicht gesehen. Krokodil! Kroko! Warte mal. Woher kennst du Dan? Na hör mal, alle kennen Dan Murray. Was für ein Typ. Dan ist ein Blödian. Wenn ich wie er aussehen würde, könnte ich auch wie er handeln. Wie kannst du es wagen? Ich verstehe dich nicht. Was wagen? Hältst du dich für besser als ein Kühlschrank? Liz, manchmal bist du verwirrend. Ich möchte nicht über Dan reden. Was hast du mit dem Kühlschrank? Das Leben ist wie ein Krokodil. Einen Tag beißt es dich, am nächsten ist es aus Plüsch. Nein, ich verstehe dich wirklich nicht. Was denn? Üb schon mal. Ich schaue zu. Mache ich. Okay. Ja. Schön. Das war jetzt sehr aufschlussreich. Naja, nicht wirklich. Hier, nochmal, ganz schnell, Kukiluki. Da hatten wir schon, ich meine, die will da nix. Nein, Edgar ist schon blau genug. Treppe. Treppe will ich ja nicht benutzen, okay. Dann gucken wir mal. Da rein. Oh, und der Arme. Ah, der ist am Pennen. Okay, Boah, Liz, du musst schneller werden. Irgendwie muss ich doch irgendwas hier übersehen haben, oder? Nehmen. Sie ist zu schwer zum Mitnehmen. Radio will sie nicht einschalten. Aber ich habe hier doch schon alles durchsucht. Ich meine, ich sollte das eigentlich nicht so oft benutzen. Aber. Sie ist mir unsympathisch. Ja, alles klar. Ja, aber. Wir schlanken Mädchen mit weniger Oberweite sind doch viel attraktiver. Dan Murrays Erwiderung, bleib in deiner Traumwelt, Schätzchen. Okay, ja, hier ist überhaupt nichts. Warte mal. Liz, bleib doch mal hier. Nichts da. Big Orbert hat es geöffnet. Soll er es selber schließen? Hier macht jeder das Seine. Okay, Mama, gucken wir mal, was wir so haben. Bleistift, toll. Meine kreative, schöne Schwester Queenie zeichnet nur mit Markenstiften. Aber für mich ist der hier gut genug. Okidoki, das ist... Jimmy Loves Lieblingsöl. Ja, richtig. Vielleicht hat Fitz Randolph sie verloren. Ah,
Bis Rendorf, ja, okay. Jetzt hab ich's. Wieso habe ich das nicht sofort erkannt? Und zwar, so ein Phonogramm muss man aufziehen, denn das ist ja nicht mit Strom betrieben. Zumindest hoffe ich, dass ich recht habe. War das im angrenzenden Büro? Okay. Wow. Was ist denn da passiert? Fitz Randolph ist doch ein Fuchs. Wenn er die Kurbel des Phonographen einmal dreht, rotieren der Tisch, ein Teil des Fußbodens, die Wand und dann kommt das zum Vorschein. Pass auf, Liz. Das rosa Bett, Fitz Randolphs schmutzige Unterwäsche, exklusiv von Liz Allaire. Ach, vergiss es. Die Skandalpresse interessiert mich nicht. Nicht schlecht, aber das heißt, Moment, das ist doch eigentlich der Raum von der Sekretärin. Soll das jetzt heißen, was? Er hat was mit der Sekretärin oder? Hier diktiert Fitz Randolph seiner Sekretärin also Briefe. Nur die langen. Auf gar keinen Fall. Du Bett. legst dich schlafen und wachst als Hannah Montana auf. Das habe ich nicht verstanden. Wie meinst du das mit Hannah Montana? Ich habe die Serie nie gesehen. Ein Eiswürfelbecher, eine Zange und eine Dose Kaviar. Ja, ich würde mal sagen, alles, was man so für Spielchen braucht. Die teuerste Sorte Kaviar. Meine Schwester Anne-Marie, die Kluge, benutzt sie auch, um Häppchen zu machen. Okay. Das will ich jetzt immer noch nicht. Ich möchte kein Radio. Okay, ist ja gut. Das war's? Mehr ist hier wirklich nicht. Was soll ich denn benutzen? Was ist. Fitz Randolph und seine Sekretärin wissen sich zu verwöhnen. Okay. Das war's also. Aber hier ist alles offen. Jetzt sehe ich gerade. Ui. Okay. Also die haben ja richtige Party hier gefeiert, oder? Naja, ihr wisst schon. Okay. Okay. Hier ist aber wirklich nichts, außer die Bilder. Okay, ich würde mal sagen. Weiß nicht, mögen Hunde Kaviar? Fitz Randolph und seine Sekretärin wissen sich zu verwöhnen. Ja, ich meine. Wir können es ausprobieren. Komm, Liz, sei mutig und versuch mal mit Kaviar. Und das heutige Zauberwort lautet Kaviar. Wow, das ist aber kein Hund. Obwohl die wirkliche Magie ist, dass hier etwas Geschriebenes zu finden war. Bestätigt, Tobi mag Kaviar. Okay, kann man. Tobi 3 hat gerade aufgefressen. Ich mag ihn nicht stören. Gut, okay, aber wir haben jetzt das Notizblock und das. Big Orbert hat auf dem ersten Blatt leichte Furchen hinterlassen. So kann ich hierauf nichts erkennen. Ja, weil du den Stift noch nicht benutzt hast. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich kenne das aus der Schule noch, den Trick. Obwohl ich ehrlich gesagt noch nie benutzen Zum musste. Lager, schnell! Als sie endlich herausbekam, was Big Albert geschrieben hatte, eilte Liz in Richtung Fitz Randolphs Lager auf der Rückseite der Villa. Auf zum Lager! Hoffentlich sind Big Albert und der immaterielle Mann noch da. Ich lasse das Diktiergerät laufen.
Hat sie nicht gesagt, sie hat noch 5 Minuten zum Aufnehmen? Leise. Immaterieller? Die ihm das angetan haben, kommen wieder. Hilf mir. Ja, selbstverständlich. Aber wie? Den wichtigsten Teil haben wir schon gut verwahrt. Begraben wir nun den Rest. Licht aus. Okay. Am nächsten Mittag wurde Dan äußerst unsanft vom Telefon geweckt. Es war sein Chef. Weder Liz noch Dan waren an dem Morgen in der Redaktion erschienen. Und der Chef war irgendwie, sagen wir, aufgebracht. Ich werde keine Abwesenheit mehr dulden. Verstehen Sie das? Herr Murray, nein, er versteht es nicht. Die Reportage über die gestrige Preisverleihung kommt jetzt nicht mehr in die Sonntagsausgabe. Sie und Miss Allaire haben jetzt enorme Schwierigkeiten. Verstehen Sie das? Enorme Schwierigkeiten. Und knallte den Hörer auf. Widerwillig machte sich Dan auf zu Fitzrandolphs Villa. Edgar erzählte ihm, dass Liz im Lager gesehen worden war. Einem Ort, an dem sie offensichtlich nicht mehr war. Herauszufinden, was seiner geschätzten Kollegin zugestoßen war, würde nicht so einfach sein. Was für eine geschätzte Kollegin? Los Angeles Stadium, Freitagabend. Manny Brown, Rico Sandretti. Das ist das Wichtige. Okay, gut. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, warum er Eiswürfel auf dem Kopf hatte. Woher wurde er verprügelt? Und da fiel mir ein, der ist doch saufen gegangen mit seinem Kumpel. Er hat einfach nur Kater gehabt. Der funktioniert mit Holz. Der funktioniert mit Holz, ja super. Was ist das? Gehört das der Irren? Ich achte nicht so auf ihre Klamotten. Irren. Hoffentlich finde ich nicht noch mehr Sachen von ihr. Tja, was geht's mich an? So. Ofen, Ofen, Ofen. Sofa. Zu Hause habe ich ein ähnliches. Da schlafe ich immer. Außer wenn ich Besuch habe. Wie, du schläfst auf dem Sofa? 5 Sekunden Auszeit, dann komme ich wieder aufs Spielfeld. Ehrlich jetzt? Sport macht müde. Ja, das hat Liz auch gesagt. Schau mal, solche großen Stapel habe ich noch nie getragen. Aber Schritt für Schritt habe ich es bis hierher geschafft. Wow, die sind ja Tage alt. Mhm, okay. Scheint von einem Film zu sein. Das war's? Moment, da war was. Ne. Sofa. Ist dir nichts. Also was soll ich... Oh doch, warte, nein. Boah. Ich könnte ihn aufmachen, Holz reinlegen, die Asche entfernen... Nicht mein Spiel. Gut, okay. Ausgang. Sag mal, was du jetzt so hast. Was ist denn hier? Den hat mein Chef mir weggenommen. Ach so. So ein Presseausweis, okay. 6 Jahre alt und sitzt perfekt. Was will ich mit was Modischem? Ja. Das hat was mit so, Indiana Jones Flair, ne? Der gehört Liz. Mein halbes Gehalt drauf. Das war die letzte, die mir noch in meiner Sammlung fehlte. Ich habe sie aus der Auslage geklaut. Und sie haben mich erwischt. Da war ich 5. Die habe ich von meinem ersten Lohn gekauft. Mit 12. Gut. Aber. Hier ist nichts. Dann müssen wir uns woanders umsehen. Okay, das ist interessant. 8 Stück. Mein halbes Gehalt darauf, dass sie Octopus gehören. Okay, nehmen. Bunt und lustig. MKO Pansies. Offenbar hat Willy Feinde. MKO, ist das, das ist doch dieser Filmstudio, ne? Soll ich das etwa mit der Hand abwischen? Oder
Ablecken? Nö. Ja, ist ja gut, du bist... Okay. Oh! Wen haben wir denn hier? Der muss aber einen Tee haben. Ich lass ihn lieber schlafen. Der gehört El Chupacabras. El Chupacabras, ja. Er spielt nie vor Publikum. Klaus einfach eine Gitarre? Komm mal, aber reden willst du nicht, ne? Wenn ich ihn wecke, stellt er sich nur schlafend. Er schuldet mir noch Geld. Ah, okay. Na gut. Dann... Oh, da, guck mal, der Roboter ist weg. Labor dieser depressiven Nervensäge. Ach, du kennst ihn. Was ist das? Eine Kralle von El Chupacabras. Ich dachte, die wären echt. Puh, so klappt das nicht. Okay. Also heißt was? Werkzeug finden? Braver Junge. Braver Junge. Hey, Tobi. Oh. Braver Junge, guter Junge. Nein, heute gibt's kein Kaviar, du Vielfraß. Na komm, rein mit dir. Ich habe ihn nicht begrüßt, seit er Tobi 2 war. Ist sein Gedächtnis vererbt? Okay, denn du bist anscheinend wohl tierlieb. Schön, Die machen wohl nach der Party sauber. Jedenfalls lassen die Roboter keinen rein. Außerdem könnte Willy da sein. Und wenn er mich zum Essen oder Trinken einlädt, komme ich zu spät. Ist ja gut. Ist ja gut. Oh, Auto. Dann gehen wir mal zum Auto. Was ist das denn, Korkenzieher? Manche Leute verlieren auf Partys aber auch alles. Ja, das stimmt. Meistens Geld. Wow, da ist ja der Seelensauger dieser Sadofee mit dem Wahnsinnsvorbau. Ach ja, die war ja auf der Party, hatte Schluck auf, tanzte ganz alleine und... Was für ein Hundeleben. Ich habe mich jetzt gefragt, warum steht das Auto jetzt anders herum? Aber natürlich, der war ja zu Hause. Ah, der ist nochmal gekommen. Ich hebe ihn immer im Auto auf. Egal in welchem Auto. Schön, 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 schön. Für dich meine ich. Ich laufe einfach weg, erschieß mich und zur Hölle mit den Eintrittskarten. Wohin soll ich jetzt? Wie, wir können fahren? Familie Anna nach Hause. Irgendwo? Ich hätte nichts dagegen, Queenie, die raketenmäßige Schwester der Irren, wiederzusehen. Aber die weiß bestimmt nichts. Und, naja, ich will die Familie nicht beunruhigen. Ja, nett von dir. Das riskiere ich nicht nochmal. Die Familie hat einen ausgeprägten Drang zu Ehrenfäden. Klar, ich hau mich aufs Ohr und dann auf Nimmerwiedersehen, Karten. Nein, also gut. Das hätte es auch gleich sagen können. Hätten wir uns ein bisschen Zeit sparen können. Tja, ist nur was hier, ne? Okay. Oh, schönes Moped. Ja, dann wieder zurück. Das Auto. Da können wir nicht rein. Was? Tobi? Moment. Ich hebe ihn immer im Auto auf. Okay, Baseballschläger. Gitarrenkasten? Das ist eine erstklassige Maxi-Bar. Obwohl der Salzstreuer in Kaktusform schon witzig ist. Okay. Im Kolben werden Seelen gesammelt. Er ist leer. Moment, was meinst du mit... Ah, jetzt habe ich da gesehen, da ist ein Glasfläschchen, ne, oder so. Das ist was wie Spritze? Das erklärt den Zustand von El Chupacabras. Die haben El Chupacabras gehört. Salz und Zitrone, okay. Gürtel.
Wetten, die gehören Octopus Herring? Das hilft mir aber momentan überhaupt nicht. Ja, warte mal. Wenn wir den Baseballschläger nicht benutzen, um die Tür aufzubrechen. Warum nicht? Ja. Bin ich an der guten Einstellung von dir. Klingt zwar völlig unlogisch, aber wo ich gerade einen Schläger zur Hand habe... Was? Würde mich nicht überraschen, wenn El Chupacabras in seinem Suff dem Roboter an den Kragen wollte. Und deswegen ist er abgehauen, oder was? Kann man jetzt da rein, oder nicht? Nix da. Letztes Mal, als mich der Blechkamerad erwischt hat, habe ich um Erlösung gebettelt. Alles klar. Ich gehe nicht davon aus, dass wir ihn irgendwie wecken müssen. Nur aus Neugier. Er schuldet mir noch Geld, aber ich foltere ihn nicht, um es zu kriegen. Das ist eine richtige Einstellung von dir. Okay. Moment, das... Oh. Okay, was haben wir denn hier? Also, Willys Monsterfabrik. Was finden die Leute bloß daran? Ich hasse Piratenfilme. Ist so. Ich eigentlich auch, aber Flug der Karibik fand ich schon toll. Abgesehen von dem vierten Teil. Puh, wenn ich mir große Mühe gebe. Ein dreifacher Schotsteg mit zwei doppelten Schlägen. Ja und? Das war ein dreifacher Schotsteg mit zwei doppelten Schlägen. Willst du das nicht nehmen, oder was? Mit der bloßen Hand, du Genie. Also, Dan, weißt du was? Mit Liz hat das mehr Spaß gemacht. Heute keine Fahrten. Ah, die Fähre zum Studio rüber. Okay, schön, schön. Und? Mann, so viele Orte und du kannst hier eigentlich nicht viel machen. Warum nicht? Na gut, dann gehen wir zur Jagd. Das sieht aus wie eher Panzerjagd. Oder? Doch. Zugesperrt. Hallo, ihr da drinnen! Jemand an Bord? Tja, wer will schon darauf? Na, ich. Das ist doch... Na, dann komm her. Wir haben aber... Moment, vielleicht können wir damit das schneiden. Ja! Ja! Yeah! Keine Ahnung, warum ich es will, aber wenn man in meinem Viertel aufwächst, stellen sich solche Fragen nicht. Gut. Versuchen wir das mal mit Seil. Kannst du da klettern? Kann man Seil mit Jagd benutzen? Na toll. Okay. Also das war schon mal ein Flop. Eigentlich müssten wir in den Lagerkeller gehen. Warte mal kurz. Studio. Okay. Denn da ist ja Alicia verschwunden, ne? Und wir müssen sie ja finden. Das Problem ist... Moment, können wir eigentlich Spätdosen mit... Das Graffito geht zwar gegen Willy, aber ich mache nichts weiter daran. Das wäre zu aufgemotzt. Okay. Hätte ja sein können, du hast gesagt mit Abwischen und so, okay. Dann gehen wir mal in den Lager. Aber hier kann ich nichts... Nichts viel machen.
Ich werde jetzt mit Absicht jetzt die Hotspots nicht benutzen. Ich will ja das ein bisschen spannender haben. Ich meine, am Ende ist das unnötig, weil der Cursor sagt mir schon selbst, wo ich mit was interagieren kann oder nicht. Das möchte ich nicht verbrennen. Okay. Ich meine, ich dachte, du willst das öffnen. Öffnen, kann man das... Das möchte ich nicht verbrennen. Okay, also nur verbrennen. Verbrennen, verbrennen kann man nicht. Zeitung. Bringt mir nix. Bringt mir nix. Aber ganz ehrlich, schaut doch mal, das ist nur Ofen hier. Nur der Ofen. Ja, und Sofa, aber. Zeitung. Hier auf dem Boden ist nix. Sofa. Benutze nicht. Nehmen. Wow, die sind ja Tage alt. Ja, ist ja gut. Was können wir noch machen? Baseballschläger. Das möchte ich nicht kaputt machen. Das möchte ich nicht kaputt machen. Oh ja, ist okay. Das möchte ich nicht verbrennen. Jetzt sagst du verbrennen? Also doch, der hat er immer gesagt. Stimmt ja. Spraydosen. Das möchte ich nicht verbrennen. Boah. Sofa. Das möchte ich nicht kaputt machen. Denn du machst mich fertig. Ich weiß, sie wiederholen mich. Schöner Aufsteller. Der bleibt auch da. Aber mit Liz hat das ja viel mehr Spaß gemacht. Er macht es hier drin ein bisschen wohnlicher. Keine Ahnung. Ehrlich nicht. Ich versuch's nochmal. Einmal noch. Ich will da noch gucken. Ja. Exakt das, was ich gefunden habe. Das ist das Leben. So müssten Stadionsitze sein. Na gut, okay. Also wir müssen irgendwas mit den Sachen, was wir in Inventory haben. Es ist ungefähr 3 Meter lang. 3 Meter lang. Das möchte ich nicht kaputt machen. Warum sollte ich das festbinden? Ich weiß nicht, ich experimentiere hier ein bisschen rum. Das möchte ich nicht kaputt machen. Da gibt's keine Seele zu ernten. Was, das soll ich eine Seele ernten? Okay. Okay, dann zurück zur Jagd. Dann habe ich da was übersehen. Sonst kann ich mir das nicht erklären. Oder Rutschstieg, Lager. Oder ich muss doch da rein. Denn das ist der einzige Ort, den ich vielleicht noch suchen könnte. Was? Nachdem ich sie mühsam rausgeklaubt habe? Nix da. Ja, hast ja recht. Okay. Menno!
Braver Junge. Hey, Tobi. Ja, ich weiß. Ich rieche nach Party. Hast du eine Nase? Na komm, rein mit dir. Okay, meine Freunde. Diese Folge ist zu Ende. Aber ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag.